Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ja, ich habe in einem der letzten Videos das T-Shirt-Business vorgestellt und da gab es eine unfassbar positive Reaktion darauf und ich habe ganz, ganz viele Fragen bekommen und sehr viele Fragen haben sich geholfen und mir ist aufgefallen, okay, es sind eigentlich immer so 4, 5 Fragen, die halt immer wieder auftauchen und deswegen habe ich beschlossen, ich mache noch ein Video dazu und zeige mal so grob den Ablauf, wie das bei mir abläuft, was das Hochladen von den T-Shirts insbesondere angeht, ja, auf was ich da so ein bisschen achte und weil auch noch ganz viele Fragen zu dem Outsourcen gekommen sind, von den, also wie man halt so Designer findet, da werde ich quasi auch noch so ein bisschen drauf eingehen und auch so, wie ich die Preise festsetze und sowas, da werde ich jetzt alles noch ein bisschen drauf eingehen. So, da springen wir auch direkt mal rein und ich zeige dir das einfach Schritt für Schritt, wie das bei mir abläuft. Ja, los geht's. machen wir das Ganze erstmal ein bisschen kleiner. Wir sind jetzt bei Shirty hier drin und das ist ja quasi so, ja, deutscher Marktplatz hier, wird insbesondere nach Deutschland verkauft und wenn man hier was Neues erstellen möchte, ein neues Design hochladen möchte, dann funktioniert das natürlich hier erstmal über, na, wo haben wir es, Kampagne starten. So, das heißt, du hast dann hier ganz normale, diesen Editor und du kannst jetzt hier natürlich anfangen, hier was reinzuschreiben. Das habe ich ganz am Anfang auch gemacht, allerdings hat sich das ziemlich schlecht verkauft, muss ich sagen. Und dann bin ich natürlich dazu hingegangen, dass ich Grafiken hochgeladen habe oder Grafiken, die ich so minimal bearbeitet habe. Da erstmal die Anmerkung, alles was ich hochlade, ist immer so 3000 mal 3000 von der Größe her. Hier haben wir es auch stehen, so ein bisschen wie das sein sollte. Ja, und genau daran halte ich mich und ich lade dir jetzt auch mal hier eins hoch und zeige dir quasi ganz genau, wie ich das so mache. Ich habe jetzt hier mal ein Design von einem meiner Designer. So, das ist jetzt hier ein schönes Katzendesign. So, Karate, Job, toll. So, dieses Design möchte ich jetzt haben, jetzt hier in Schwarz, also drücke ich weiter zum nächsten Schritt und jetzt kommt die große Sache, die ich am Anfang falsch gemacht habe und die ich dir jetzt ersparen kann. Und zwar ist die erste Sache, die anfängt, okay, man will ja erstmal seine ganzen Produkte hinzufügen, die man gern anbieten möchte. Und da ist mir auch, also ich habe zum Beispiel schon super viele Kaffeetassen verkauft auf der Seite, aber auch manchmal Männer-T-Shirts, manchmal Frauen-T-Shirts, gerade jetzt um die Weihnachtszeit viele Hoodies, also müsste man das quasi alles hinzufügen. Und da gibt es ja hier wirklich, wirklich viele Sachen. Okay, ich muss sagen, manche Sachen habe ich halt nicht hinzugefügt, irgendwelche Sachen zum Ausmalen, das habe ich jetzt nicht hinzugefügt. Allerdings ist das quasi das Erste, du musst erstmal alle hinzufügen und dann geht es ja noch weiter, du musst hier alle Farben hinzufügen. So, das dauert ewig, weil wenn du dann 25 Produkte hast und du hast da jedes Mal 1000 Farben gefühlt, klickst du dich dumm und dusselig. Dann musst du noch den Preis festlegen und da gleich, ich habe für mich den Preis so festgelegt, ich möchte immer mindestens 8 Euro haben. Manchmal mache ich aber auch, dass ich 10 Euro Gewinn habe. Also das hier würde ich jetzt zum Beispiel abändern, zum Beispiel jetzt auf 19. Die meisten T-Shirts verkaufe ich halt für 19,95. Aber gerade am Anfang oder, ja, also du kannst auch 18 festlegen. Ich habe für mich gesagt, ich möchte immer zwischen 8 und 10 Euro mindestens an Gewinn haben bei Shirty. Und das ist halt trotzdem noch sehr human, der Preis im Vergleich zu Spreadshirt. So, da bist du jetzt hier quasi bei 18 Euro und so weiter und so fort. So, jetzt hast du das hier alles hinzugefügt und hast dann eine Viertelstunde verschwendet, weil du ja 1000 Produkte und 1000 Farben hinzugefügt hast und bei jedem Einzelnen den Preis abändern musst. So, und jetzt kann ich dich beruhigen, das kannst du dir alles schenken, das musst du alles nicht machen. Shirty ist da super praktisch, geht super einfach und zwar können wir das hier ganz mal komplett weglassen. Das kannst du quasi alles vergessen, das musst du nämlich nur ein einziges Mal machen. Und zwar, jetzt muss ich hier ein bisschen was schwärzen, das ist jetzt in meinem Account drin, hier schwärze ich mal fix alles. So, und zwar, wenn wir jetzt hier sind bei, also wenn deine Kampagnen quasi fertig sind, du hast die ersten gestartet, du hast das einmal alles hinzugefügt, dann ist das quasi so eine Übersicht über deine Kampagnen. So, und dann kannst du hier hinten drauf drücken auf ähnliche Kampagne erstellen. Und das mache ich jetzt mal, weil dann wird quasi genau so eine Kampagne gestartet. Okay, das machen wir jetzt hier mal weg. Jetzt füge ich das Bild hier hinzu, das was ich gerade hatte, das füge ich hinzu zum nächsten Schritt. Und Überraschung, alles an Produkten ist bereits dabei, alle Farben sind dabei, alle Preise sind voreingestellt, es ist quasi alles schon eingestellt, du musst dann quasi wirklich nur noch zweimal weiter drücken. Ja, also da kannst du dir unfassbar viel Zeit und
Kraft sparen. Ich habe die ersten 150 Designs noch erstellt, alles einzeln angeklickt, wo du halt irgendwie in der Stunde habe ich 6 geschafft, weil ich halt immer alles angeklickt habe. Es war unfassbar zeitaufwendig und irgendwann hatte ich hier in, ich weiß nicht, ob es eine Sehenscheidenentzündung war oder sowas, keine Ahnung. Also jedes Klicken tat dann weh, auch das Schreiben, das war die Katastrophe. Also schone deine Sehen und du musst es nur ein einziges Mal machen und dann quasi einfach nur noch kopieren. Ich habe noch so eine kleine Änderungen gemacht oder noch eine zweite Vorlage mir gemacht. Und zwar habe ich das einmal auf schwarz erstellt und einmal auf weiß. Und zwar ist wichtig, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Design habe, wo hier eine schwarze Katze drauf wäre und ich ein schwarzes T-Shirt hätte, wäre es natürlich blöd. Deswegen brauchst du dann auch noch ein weißes T-Shirt. Und da musst du halt dafür sorgen, dass hier die erste Farbe, die hier zu sehen ist, weiß ist. Das siehst du ja dann hier. Also quasi das muss ganz vorne sein. Das ist je nachdem, was du quasi als erstes andrückst. Das ist quasi ganz vorne. Ich habe quasi eine Vorlage für schwarz und eine für weiß, weil auch gerade die Designs, die ich selber gemacht habe, kann ich dir auch gleich noch einen Tipp geben. Ich habe alle Designs einmal mit schwarzer Schrift und einmal mit weißer Schrift gemacht, weil du hast halt einfach schon zwei Designs. Und das Verrückte ist echt, es verkaufen sich beide. Du hast halt einmal ja, ein schwarzes T-Shirt, wo du die weiße Schrift drauf machst oder ein weißes T-Shirt, wo du die schwarze Schrift drauf machst. Das ist ja erstmal der Tipp für Shirty, den ich dir geben kann. So funktioniert super einfach. Und das Gleiche kann ich dir auch bei Spreadshirt zeigen. Da lade ich jetzt auch mal dieses Design hier hoch. Und wir machen das. Wir gehen das mal Schritt für Schritt zusammen durch, weil da gibt es auch so ein paar Dinge, auf die man aufpassen kann, darf. Und zwar die erste Sache ist, du hast jetzt hier 1000 Produkte. Auch wieder, ich habe ganz am Anfang bei jedem Einzelnen angedrückt, erstmal die Farbe geändert. So, das kann auch ein bisschen dauern, weil es sind ja ein paar mehr Produkte. Und dann ist auch so, bei manchen sind die Designs halt jetzt super klein und bei manchen sind die Designs super groß. Und du kannst dir bei Spreadshirt nicht aussuchen, was auf dem Marktplatz dann angezeigt werden wird. Das heißt, es könnte auch blöd laufen und dieses Design hier wird angezeigt, wo du quasi nicht siehst, weil das ein weißes T-Shirt ist und ein weißer Aufdruck, das ist halt blöd. Allerdings ist mir aufgefallen, wenn ich Designs verändere, dann werden meistens die angezeigt. Das heißt, ich verändere meistens nur 1, 2 oder 3, je nachdem, wie ich gerade Lust und Laune habe. Das heißt, ich verändere meistens die ersten 3. Da passe ich einfach die Farbe an, dass die Farbe halt passt, halt meistens auf weiß oder schwarz, aber gleich ein Hinweis, die meisten T-Shirts, die ich verkaufe, sind einfach schwarz. Schwarz mit weißem Aufdruck verkauft sich irgendwie am besten. Und die Designs, die ich quasi abändere, die werden dann auch auf dem Marktplatz angezeigt. Und so als Beispiel, ich habe zum Beispiel hier meine Zwiebeldesigns oder sowas. Ich habe auch Kirschen zum Beispiel gemacht. Da habe ich die Kirschen immer klein gezogen und dann quasi so auf die Brust gelegt oder aufs Herz gelegt. Und es wird auf dem Marktplatz auch genau das Design angezeigt, was ich quasi bearbeitet habe, wo ich die Kirsche hier oben in die Ecke gezogen habe. So, also du musst nicht alle Designs bearbeiten und hier auch noch zum Automatisieren dann. Später gibt es ein Tool, das kostet halt, ich glaube, $70 im Monat. Das lädt alle Designs von dir automatisch hoch und beschriftet die und so weiter. Das ist natürlich, also es lohnt sich bei einer wirklich großen Anzahl an Designs, die man hochladen will. Also wenn du jetzt 2000 Designs erstellt hast, bevor du 2000 von Hand hochlädst, dann nutz lieber dieses Tool, zahlst du halt $70, aber das Geld hast du ja dicke wieder raus. So, dann geht's weiter. Und jetzt kann ich dir auch so ein paar Tipps geben. Das ist jetzt keine Garantie, dass es funktioniert. Ich habe allerdings die Designs, die ich bis jetzt verkauft habe, da habe ich mir angeguckt, halt wie der Name ist, der Titel ist, wie die Beschreibung ist und was für Stichwörter ich da benutzt habe. Und daraufhin habe ich das quasi für mich so ein bisschen angepasst und seitdem mache ich das immer so und es funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Also erstmal, was die Stichwörter angeht, da packe ich nur welche rein, die wirklich, wirklich Sinn ergeben. Also jetzt hier wäre das Katze, Karate, Karte, Kätzchen, ganz wichtig, Geschenk und Geschenkidee reinpacken, einfach immer mit reinpacken. Ich habe fast ausschließlich Produkte verkauft, wo Geschenk oder Geschenkidee unten drin stand. Ja? Also allein deswegen packe ich das immer rein. Aber ich packe hier keinen Mist rein. Also du kannst jetzt hier auch lustig, funny, joke, Spaß, spaßig, Freunde und sowas kannst du alles reinpacken. Das mache ich nicht und ich habe das Gefühl, es funktioniert auch sehr gut. Oft sind die Bestseller, also die quasi im Marktplatz oben als erstes ranken, sind oft die, wo du 3 Tags überhaupt nur drin hast, also 3 Stichwörter drin hast. Von daher würde ich das auf keinen Fall vollklatschen. Hier geht vielleicht jetzt noch Mieze rein. Was den Namen angeht, den Titel angeht, da habe ich das Gefühl, das ist extrem wichtig. Und zwar würde ich jetzt hier halt reinschreiben, Karate, Katze,
Ich schreibe mir auch eigentlich immer auf Deutsch rein, weil die Seite übersetzt von alleine auf alle englischsprachigen Seiten und so weiter. Ich verkaufe zum Beispiel primär nach Frankreich, obwohl ich kann überhaupt kein Französisch. Ich habe auch nirgendwo einen französischen Titel oder eine französische Beschreibung, aber ich verkaufe locker 40% meiner Produkte nach Frankreich irgendwie. Ist auch super spannend, was ich dahin verkaufe, aber das ist ein anderes Thema. ja, Karate Katze. So, und jetzt packe ich hier oben zum Beispiel noch rein. Kätzchen, Geschenk, Mieze. So, hier oben ruhig immer Geschenk und Idee und sowas reinpacken. Das ist hier oben, also Spreadshirt geht mehr nach dem Namen und der Beschreibung als nach den Stichwörtern. Die Stichwörter sind halt, ja, hier unten kann man zum Beispiel auch noch Haustier hinzufügen, Mieze, ja, sowas. Also das, was irgendwie passt, kann man da unten reinfügen, aber nicht vollknallen mit irgendeinem Mist. Und die Beschreibung, die packe ich auch immer voll, weil ich habe das Gefühl, dass viele meiner Designs über Google gefunden werden. Auf dem Marktplatz finde ich die meisten meiner Designs selber überhaupt nicht, selbst wenn ich die ersten 10 Seiten durchgehe bei irgend so einem Keyword. Also ich habe zum Beispiel bestimmt inzwischen 40 Katzen-Designs online. Wenn ich die ersten 10 Seiten durchgehe, finde ich überhaupt keine Katzen. Also finde ich meine eigenen Designs nicht, aber sie werden halt trotzdem gekauft. Keine Ahnung, ob da jemand bis zur 30. oder 40. Seite oder sowas durchklickt oder ob es nicht über Google gefunden wird, weil bei Google finde ich meine Designs nicht erst auf Seite 10 oder so, sondern auf Seite 2 oder manchmal manche Designs finde ich auch schon auf Seite 1. So, und deswegen glaube ich, dass insbesondere die Beschreibung besonders wichtig ist und da schreibe ich halt wirklich immer Fließtext rein und was halt irgendwie passen könnte. Also coole Karate-Katze mit Stirnband. So. Und hier wieder auch wichtig, dass man quasi die schönen, also die Keywords benutzt, die halt, auf die es gefunden werden sollte. Ein tolles Geschenk für Kinder, die gern Sport treiben. So, also habe ich hier schon mal cool, Karate-Katze, Stirnband, Geschenk, Kinder, Sport. Sport ist auch so ein Ding, kannst du quasi überall reinpacken und Geschenk halt auch ganz, ganz wichtig. Aber ich schreibe hier wirklich ruhig als Fließtext das ganze Ding voll. Das dauert halt ein kleines bisschen länger, das ist richtig, aber ich habe es inzwischen so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich lade 20 Designs mit Katzen hoch, da erstelle ich mir ein Textdokument, wo ich quasi 10 unterschiedliche Sätze reinpacke und dann mache ich Copy-Paste und 1 und 2, 1 und 3, 1 und 4 und so weiter, damit da nicht das Gleiche drin steht. Das habe ich immer das Gefühl, Google straft das ab, wenn man halt so duplicated Content hat. Und deswegen mache ich da jedes ein bisschen individueller oder ändere halt zwei, drei Wörter mal ab und so. Aber das funktioniert ansonsten sehr, sehr gut. Wenn ich das dann hier quasi soweit voll habe, dann geht es weiter. Und hier, ich verkaufe ausschließlich auf dem Marktplatz meine Produkte. Eigene Shops mache ich gar nicht. Und zum Preis, ja, die schlagen dir jetzt bei 1, 2 und 3 Euro vor. Allerdings kann ich sagen, ich habe am Anfang meine Designs alle mit 3 Euro eingestellt. Großer Fehler, weil so ein T-Shirt kostet dann hier halt 21,50 €. Inzwischen mache ich alle auf mindestens 8,46 €. Warum 46 hinten? Naja, dann hast du halt 26,95 €. Also wenn ich hier 8 Euro lasse, dann hast du halt 26,49 € und so verdienst du quasi 46, fast 50 Cent mehr. Und das werden nicht weniger oder mehr kaufen, weil das jetzt 95 ist. So, also ich setze alle Designs auf 8 oder 9,46 €, in der Regel eher 9,46 € und kein Witz, das verkauft sich genauso gut, auch wenn es halt irre teuer ist. Aber wenn den Leuten dein Produkt gefällt, dann machen sie das. So, und das wäre es jetzt auch schon. Und genau so würde ich das jetzt hochladen, veröffentlichen. So, das Ganze wird jetzt noch überprüft und da kann ich jetzt auch gleich auf den nächsten Punkt anspielen, diese ganzen Free Images von Pixabay. Da habe ich ganz, ganz viele online. Da sind aber auch viele abgelehnt worden, weil Spreadshirt und auch Shirty überprüfen das halt rechtlich ganz genau, ob es das Design schon irgendwo gibt. Und es ist zum Beispiel auch so, wenn du jetzt ein Design hast, das hast du bei Spreadshirt hochgeladen und dann lädst du das bei Shirty hoch, dann findet Shirty das auch direkt und sagt dir, ja, hier aber auf dem Spreadshirt-Account ist das schon online, also schick uns mal den Nachweis, dass der Account dir gehört oder du die Lizenzrechte an dem Bild hast. So, also deswegen kann man auch gleich am Anfang Shirty eine E-Mail schreiben, wo man quasi seinen Benutzernamen von Spreadshirt mitteilt und dann gibt es da kein Problem. Man kann es aber auch mal selber machen. Ich mache das auch immer selber. Das Ganze mal zu überprüfen, hier Bildersuche, einfach mal hochladen bei der Rückwärtssuche bei Google. Hochladen das Bild, weil
Ja, es ist verrückt, wie viele Bilder, die man im Internet findet, gibt es halt auch irgendwo als kostenpflichtige Bilder. Aber hier sieht man, okay, optisch ähnliche Bilder, da wird mir nicht das gleiche angezeigt, sondern es ist halt irgendwas anderes. Also da kann ich im ersten Schritt schon mal davon ausgehen, dass es das Design wahrscheinlich noch nicht gibt. So, grundsätzlich mache ich das immer so, wenn ich mir jetzt sage, okay, ich will 100 neue Designs machen, dann ist es nicht so, dass ich Design erstelle, hochlade, beschrifte auf allen Seiten, sondern ich erstelle erstmal 100 Designs. Ich suche mir irgendwas raus, zum Beispiel halt irgendeinen Spruch und den mache ich in 10 unterschiedlichen Varianten und einmal schwarz und weiß. Dann habe ich quasi schon 20 Designs und dann lade ich hoch. Also immer schön Arbeitsteilung betreiben, eins nach dem anderen machen und dann hochladen. So, ja, was die Verkäufe von diesen Free Images angeht, muss ich sagen, das ist, also zum Beispiel Zwiebeldesigns habe ich bestimmt 15 oder 20, ja, vielleicht eher 20 hochgeladen und Kirschdesigns und Erdbeerdesigns und Katzen- und Hundedesigns und so von diesen Dingern und da verkauft sich halt immer mal eins. Also da kann ich jetzt nicht sagen, ob die sich besonders stark oder wenig verkaufen. Es ist halt, du hast kaum Aufwand damit. Manchmal musst du halt die Größe von dem Bild noch ändern, aber das ist also zumindest bei Magic super simpel. Drückst halt, machst einen Doppelklick und gibst 3000 ein, 3000 mal 3000 und fertig. Das ist relativ simpel. So, jetzt kommen wir noch zu den Designern. Und zwar die Designer, die ich habe. Warum mache ich das? Na, ich bin künstlerisch so gar nicht begabt und ich kriege halt mit, okay, man kann damit unfassbar viel Geld verdienen, allerdings ist das sehr zeitaufwendig. Also gerade wenn man, die ersten Designs habe ich ja alle selber erstellt, aber gerade wenn man anfängt, das halt ein bisschen nach oben skalieren zu wollen, also dass man wirklich ein paar mehr Designs hochlädt, dann ist es natürlich gut, wenn man da Unterstützung hat. Und deswegen habe ich angefangen, mir einen deutschen Designer zu suchen, allerdings wollte der 15 Euro pro Design haben und dann musst du das ja quasi schon zweimal wieder verkaufen, damit sich das lohnt. Und da musst du vor allem auch in extreme Vorleistung gehen, weil eh sich so ein Design verkauft, das kann ja manchmal ein bisschen länger dauern. Und dann bin ich quasi auf so eine, durch die Facebook-Gruppe mit Shirt Money Makers bin ich dann auf diese Seite aufmerksam gemacht worden, onlinejobs.ph. Und hier, die Seite hat erstmal einen großen Nachteil, die ist kostenpflichtig. Also allein, dass du hier einen Job posten kannst, post a job, kostet dich 70 Dollar im Monat. Allerdings muss man sagen, das lohnt sich 100 Mal, weil ich habe das gemacht, die 70 Dollar gezahlt und habe einen Job gepostet, halt was ich suche. Ich suche jemanden für also Grafikdesign, ich schicke, sag ihm irgendeine Nische, wo ich T-Shirts haben will oder ich gebe ihm 10 Vorlagen oder 10 Sprüche und das möchte ich quasi schön verpackt haben und ja, daraus möchte ich halt Designs erstellt bekommen. Ich zahle zwischen 1 und 2 Dollar pro Design und das habe ich halt gepostet und mal gucken, ob sich dafür jemand meldet. Und das Verrückte ist, innerhalb von einer Stunde, innerhalb von 2 Stunden hatte ich über 30 Anfragen und ich habe jetzt allein noch 17 Nachrichten unbeantwortet, weil mein Postfach ist quasi übergequillt, weil es unfassbar viele Leute gibt, die das gerne machen wollen. Und jetzt ist erstmal der riesengroße Unterschied, als ich das auf deutschen Plattformen gepostet habe, da hatte ich kaum Anfragen bei 15 Euro pro Design. Da hatte ich kaum Anfragen und wenn, war das so, dass ich mehr betteln musste, dass derjenige für mich arbeitet. Ja, na gut, vielleicht kann ich es irgendwo noch reinschieben. Hier ist es einfach etwas ganz, ganz anderes. Also die Leute sind alle super freundlich zu dir, die sprechen alle fließend Englisch. Die machen Bewerbungsschreiben fertig, die posten, geben dir Lebenslauf, die schicken dir direkt am Anfang mehrere Arbeiten von sich mit. Und das ist echt, also das ist, kann man überhaupt nicht vergleichen. Und auf jeden Fall bin ich super glücklich mit dieser Plattform. Du musst natürlich dann erstmal so ein bisschen, ja, so eine Art Casting machen. Also ich habe am Anfang halt, ich weiß nicht, 25 oder 30 oder sowas habe ich genommen und habe ich gesagt, okay, ich möchte von jedem schick mir erstmal 2 Samples von dir, wo ich halt gucken kann, wie deine Arbeit ist. Da sind schon mal 10 rausgefallen, weil ich die halt nicht ganz so cool fand. Du kannst dir halt wirklich die absolute Creme de la Creme nehmen und zahlst halt 1 oder 2 Dollar pro Design. So, habe ich mir dann ein paar rausgesucht und mit denen bin ich dann quasi in die nächste Casting-Stufe gegangen. Den habe ich gesagt, okay, ich habe ihnen eine Vorlage gegeben, das Design möchte ich haben. Das habe ich teilweise selber gemalt, zwar gruselig ohne Ende, aber was die daraus gezaubert haben, der Wahnsinn. Und das habe ich dann quasi wieder ein paar aussortiert und ein paar sind übrig geblieben. Und inzwischen habe ich 2 Designer gefunden, die arbeiten Vollzeit für mich. Der eine arbeitet sogar jeden Tag, also der arbeitet auch Samstag und Sonntag. Der ist, ja, also
Es ist nicht so, dass ich den jetzt die für Stunden bezahle oder dass das direkt Angestellte sind oder sowas. So ist es nicht und das ist auch mit einer Rechnung relativ simpel. Die können dir über PayPal eine Rechnung stellen und das heißt, du kannst das auch für dein Gewerbe, wenn du eins hast. Aber wenn du so Designer beschäftigst, dann solltest du das auf jeden Fall machen. Also du kannst es darüber dann auch abrechnen. Manchmal gibt es halt Tage, da sagen sie, okay, jetzt geht es gerade nicht, jetzt habe ich das und das. Aber die sind halt super motiviert und für die ist das unfassbar viel Geld. Also wenn ich denen manchmal nach einer Woche, ich habe halt einen, dem, der sagt, okay, also mit dem habe ich ausgemacht, ich möchte 10 Designs am Tag haben. Der schickt mir aber manchmal auch 20 Designs und ich überprüfe die alle. Also stichprobenartig, aber Shirty und Spreadshirt überprüfen die ja noch. Und es ist noch nicht ein einziges von dem abgelehnt worden, aber der schickt mir quasi 20 Designs und manchmal noch mehr Designs am Tag, weil der ist halt super motiviert und will halt unbedingt was machen. Und mit dem habe ich angefangen mit $1,50. Inzwischen zahle ich ihm $2 pro Design und es gibt immer noch einen kleinen Bonus. Also ich verkaufe inzwischen jede Woche schon mehrere von seinen Designs, obwohl ich damit gerade erst angefangen habe, ja. Aber es ist natürlich eine Sache, ob sich das für jeden lohnt, weiß ich nicht, weil man muss relativ stark in Vorleistung gehen. Ja, inzwischen habe ich halt jede Woche mehrere hundert Dollar, 200, $300, die ich jede Woche allein für die Designer bezahle. Das ist schon eine ordentliche Summe. Für mich ist halt das absolute A und O hier Arbeitsteilung und möglichst alles automatisieren und skalieren, was ich machen oder was ich für Projekte habe, alles outsourcen und nach oben skalieren quasi über die Designer, weil ganz ehrlich, das, was die machen, die Arbeiten von den Designern sind auch viel besser als die Arbeiten von den deutschen Designern. Das ist leider so, obwohl die deutschen Designer halt das Achtfache davon wollen und teilweise nicht so gute Arbeiten abgeben. Also ja, keine Ahnung, waren jetzt nur die Designer, die ich ausprobiert hatte, die waren halt einfach nicht so das Gelbe vom Ei. Hier ist wirklich super und ich habe auch die Mitgliedschaft dann einfach nach einem Monat hier wieder gekündigt. Das heißt, ich habe wirklich nur einmal die $70 ausgegeben und habe jetzt quasi meine Designer und habe auch noch eine Handvoll in der Hinterhand, sollte mit denen jetzt irgendwas sein. Alles in allem würde ich dir nicht raten, am Anfang gleich den Weg über die Designer zu gehen. Ganz einfach, weil man, ja, man muss erstmal so ein bisschen selber lernen, okay, was verkauft sich und was verkauft sich nicht so gut. Und wenn man da dann einmal das so ein bisschen verstanden hat, auch wie man die Keywords setzt und so weiter, welche Nischen man gut bedienen kann, wo sich was verkauft, wenn man das dann so ein bisschen raus hat und ich sag mal schon ein bisschen Geld damit verdient, dann kann man den Schritt durchaus gehen. Allerdings muss man halt wissen, dass es echt verdammt kapitalintensiv ist, zumindest am Anfang. Ich habe für mich gesagt, okay, ich werde das erstmal ein paar Monate testen, so jetzt mit den Designern, weil ich meine, ich lade am Tag 30 oder 40 Designs hoch. Das dauert so alles in allem eine Stunde in etwa. Bei Shirty geht es super flott. Gut, da muss ich sagen, da habe ich meine Freundin inzwischen mit eingespannt. Die ist da ganz fleißig dabei und lädt für mich bei Shirty die Designs hoch. Ich mache es quasi noch auf den Spreadshirt-Seiten. Und ich teste gerade noch eine vierte Seite aus, aber wenn die funktioniert, dann lasse ich euch das natürlich wissen. Also ich brauche circa eine Stunde am Tag für die 40 Designs. Das heißt, das sind über 1000 Designs im Monat, die ich aktuell hochlade. Ja, wir werden sehen, ob sich so in einem halben Jahr oder sowas dann rentiert, dass ich da ein bisschen Geld mit verdiene. Allerdings muss ich sagen, also ich habe mit den 250 Designs, die ich hatte, jetzt im Dezember schon 50, ja, vielleicht eher 60 Designs verkauft. Das heißt, das sind schon, ja, 600 € oder 500 €, 600 €, die im Dezember damit rumgekommen sind. Das ist schon, ja, mit 250 Designs. Also mal gucken, wie dann nächstes Jahr das Weihnachtsgeschäft laufen wird, wenn ich halt nicht 250 Designs online habe, sondern vielleicht 5000 oder vielleicht 10.000 Designs. Sollte ich das ganze Jahr durchziehen, dann werden es wohl eher 10.000 Designs sein. Das ist natürlich, das ist, ja, also wenn es genauso funktioniert und ich dann genauso viele verkaufe wie jetzt mit meinen 250, dann freue ich mich auf den Dezember nächsten Jahres. Ja, aber so viel zu den Designern. Ich denke einfach, wenn du 200, €300 oder sowas bereits mit den T-Shirts verdienst, dann ist es eine super Sache. Dann kann man das Ganze quasi noch auf ein anderes Level heben mit den Designern, weil es ist wirklich, vielleicht, ich bin halt auch einfach grafisch nicht begabt, aber wenn man jetzt ähnlich grafisch unbegabt ist wie ich, dann ist das auf jeden Fall eine super Sache mit diesen Designern. So viel zum T-Shirt-Business. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Ich verlinke wie immer alles unten drunter.
was so an weiterführenden Informationen wichtig ist. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du damit anfängst, schau dir den YouTube-Kanal von Felix an. Der erklärt auch, wie er das mit Photoshop und sowas, wie er seine Designs erstellt, die Designrecherche, weil das mache ich genau genommen nicht mehr. Ich sage halt, ich möchte 10 Katzendesigns, ich möchte 10 Hundedesigns, ich möchte 10, ja, irgendwas. So sieht meine Recherche aktuell aus. Aber gerade wenn man am Anfang ist, ist der YouTube-Kanal von Felix auf jeden Fall zu empfehlen. Und ja, ich habe das quasi auch nur mir da angeguckt und 1:1 nachgemacht. So viel von meiner Seite. Es ist Weihnachten. Ich wünsche dir ein frohes Fest und besinnliche Tage. Ich werde jetzt ein paar Tage kein Video hochladen, aber nach den Weihnachtsfeiertagen geht es dann wie gewohnt weiter. So viel von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.